Heute wollen wir Brüche addieren. Dazu schauen wir uns erst einmal einen Bruch an. Das ist ein Bruch. Er besteht aus Zähler und Nenner. Der Zähler ist über dem Bruchstrich und der Nenner ist darunter. Hier ist der Zähler also 1 und der Nenner ist 4. Das ist Oskar. Oskar liebt Pizza. Heute hat Oskar richtig Hunger und isst 2/4 Pizza. Also dieses Stück und dieses Stück. 2/4. Später bekommt Oskar Besuch von Linda. Auch Linda mag Pizza und bringt eine mit. Sie isst 1/8 von ihrer Pizza. Also dieses Stück. 1/8. Oskar und Linda haben eine ganze Menge Pizza gegessen. Er 2/4 und sie 1/8. Aber wie viel Pizza haben sie insgesamt gegessen? Um das herauszufinden, müssen wir die Brüche addieren. 2/4 plus 1/8. Unsere Aufgabe lautet 2/4 plus 1/8. Ist gleich. Das heißt, wir addieren den roten Teil zu den 2 grünen Teilen. Dafür müssen wir die Brüche auf einen Nenner bringen. Deshalb erweitern wir 2/4 mit 2 und addieren 1/8. Das bedeutet, dass aus den 2 großen grünen Teilen 4 kleinere werden. Eines dieser grünen Teile ist nun genauso groß wie der rote Teil. Das heißt, sie haben den gleichen Nenner. Wir rechnen also 4/8 plus 1/8 und erhalten 5/8, indem wir die Zähler 4 und 1 addieren. Zähler addieren bedeutet, die gleich großen Stücke zusammenzuzählen. 1, 2, 3, 4, 5. Also haben Oskar und Linda 5/8 Pizza gegessen. Er 2/4 und sie 1/8. Zusammen sind das 5/8. 1, 2, 3, 4, 5 von 8 Stücken. 5/8. Oskar und Linda hoffen, sie konnten euch helfen zu verstehen, wie man Brüche addiert und wünschen euch viel Erfolg beim Üben.